Mattia Baumann, LZ Zürich und Piero Lorenzini, Virtus Lugano. Bahn 3, Pascal Haas, Laufgruppe Chamtrak. Bahn 4, gemeinsam Vinzenz Wolf vom SC Liestal und David Burgener von Domfrein Mottens. Bahn 5, gemeinsam Robin Sutter, KTV Bütschwil und Sebastian Vici, FSG All. Auf Bahn 6, Timon Koch, SC Liestal. Auf Bahn 7 wieder zum Zweiläufer Matteo Ilia Sagoli, TV Muttens und Dennis Sorie, LC Basel. Und auf Bahn 8 Patrick Janser, STV Tucken. Zusammen mit Simon Kehl, LR Binningen. Klarer Favorit mit einer Bestleistung von 1,48. Zu Buche stehend innen in Schwarz der Läufer für Old Boys Musin Waman. (26 Sekunden Durchgangszeit für Musin Waman. Erster Verfolger von Musin Waman ist Piero Lorenzini von Virtus Lugano. (54:31 die Zwischenzeit. Ja, ein überlegener Lauf bis jetzt von Musin Waman. Er kennt keine Gegner. An zweiter Stelle weiterhin Lorenzini. Piero Lorenzini wird Zweiter, Musin Waman überlegener Sieger. Und jetzt noch ein spannender Endkampf, Vinzenz Wolf. Zweite Serie, 800 Meter der Männer.